Hallo, Zombie? Wo bist du? Was läuft hier gerade schief? Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ich kann hier doch nicht gegen Unsichtbare kämpfen. So, mir reicht's. Ich gehe raus. Juhu! Ab ins Wasser. Meine Freunde, ich bin's wieder, euer Cooper der Wolf. Au! Ja, und ich begrüße euch herzlich auf meinem Kanal f.coopergaming.tv und zu einem neuen Part, Komodo Island. So, wie ich ja schon angekündigt habe, will ich heute doch nochmal ins Polizeirevier. Wenn die Zombies wieder nicht zu sehen sind, habe ich einen kleinen Trick, wie wir sie zu sehen kriegen. Allerdings wollte ich auch noch ein bisschen was... Okay, ich muss erstmal mein Inventar entleeren. Noch ein bisschen was mitnehmen, weil ich mir ein paar Strategien überlegen musste, wie ich denn jetzt am besten mit den Zombies fertig werde. Weil es sind wirklich viele, glaubt es mir. Aber dazu kommen wir denn gleich. Jetzt wollen wir uns denn doch erstmal nochmal schnell vorbereiten. So, was haben wir denn hier alles Feines? Zack, ja, ich brauche nicht so viel Zeug im Inventar. Grauer Beton brauche ich auch nicht. TNT nehme ich mal mit. Das lasse ich mal hier, das lasse ich mal hier, das lasse ich mal hier, das lasse ich mal hier. Zombiefleisch brauche ich auch nicht eigentlich. So, das lasse ich auch mal hier. Das lasse ich hier. Mein Bogen nehme ich mit. Meine Karottis lasse ich hier. Die sind ja sowieso eher für Schwein als für mich. Zack, Pfeile nehme ich natürlich auch mit. So, zack. Joa, Papier, zack, das, das und das lasse ich auch noch weg. So, dann sieht das doch schon mal ganz gut ausgerüstet aus. So wie ich das sehe, darf ich gleich erst noch mal eine Runde schlafen gehen, bevor wir uns runter auf den Weg machen. Ja, Schwein, ich weiß. Du kriegst gleich deine Frühstückskarotte, wenn ich geheiert habe, okay? Ja, ist gut. Ich werde mich dann noch ein bisschen durch die Gegend spazieren. Wir sehen uns morgen früh, Kuppa. Ja, gut, Schwein, gute Nacht. Ja. So, guten Morgen, meine Freunde. Da bin ich wieder. Ja, so, was haben wir hier noch drin? Nichts. Gut. Haben wir unten noch was drin? Nee. So, Schwein. Ach ja, stimmt. Jetzt habe ich die Karotten hier reingepackt, ne? Schwein braucht noch seine guten Morgen-Karotte. Schwein, wo bist du? Schwein? Bin doch hier, Cooper. Ach, da bist du ja, genau. Hier, deine Morgen-Karotte. Danke. Das war gut. Die habe ich jetzt auch gebraucht. Von mir aus kannst du jetzt denn auf dein Abenteuer gehen. Aber komm bitte wieder heil zurück, ja? Ich werde mir Mühe geben, Schwein. So, Karottis können wir denn mal hier wieder reinpacken. So, und uns ausrüsten. So, wir sehen uns gleich unten in der Ortschaft wieder. Ich beschleunige jetzt mal kurz. So, damit sind wir unten angelangt. Und dann machen wir uns auch gleich auf zum Polizeirevier. Ich bin mal gespannt, ob wir das heute sofort die Zombies geladen kriegen oder ob ich auf meinen kleinen Trick zurückgreifen muss. Also, lasst uns doch mal nachschauen. So, Leute, ich komme. Ich traue mich wieder ins Abenteuer rein. Und ich nehme es nochmal mit diesem Polizeirevier auf. So, irgendwie sieht es gerade schlecht aus. Okay, dann komme ich jetzt einmal zu meinem Trick kurz.
Ich mache hier einen kurzen Cut, wir sehen uns gleich wieder. Und tada, Zauberei, da sind die Zombies. Und der erste kommt auch schon auf mich zu. So, der kriegt jetzt auch erstmal ordentlich Feuer. Jetzt kann ich wenigstens auch kämpfen gegen die. Boah. Guckt euch das an. Da, noch mehr. Und wie das zuckt. Verdammt. Also hier ist echt eine extreme Übermacht an Zombies. Oh. Ich weiß gar nicht, ob ich das Polizeirevier überhaupt stürmen kann bei dieser ganzen Übermacht an Zombies. Boah. So, haben wir hier irgendwo noch welche? Oh. Ich muss hier mal versuchen. Uah. Ihr hört das. Oh. Hey, was ist denn das jetzt? So, beruhigt sich das Spiel jetzt gerade ein bisschen? Oh, Mann. Ey, das ist echt ätzend. Ich verstehe auch nicht, warum es so leckt. Also, der Ersteller dieser Map hat sich... Dass der sich dabei gedacht hat, so viele Zombies hier reinzuballern. Aber ihr habt's gesehen, wie viel da gerade los war. Und glaubt mir, unten im Keller, im Wasser sind noch mehr. Oh. Ey, ich komme hier nicht hoch. Und ich hab doch den Shader jetzt schon aus. Boah, hier kommt gleich zwei Stück. Mann. Diese Zombie-Armee ist... Boah. Bleib weg! Bleib weg! Alter! Wie viele sind das denn? Hilfe! Ah. Jo! Ich muss hier raus! Oh. Alter, das sind ja irgendwie noch mehr als letztes Mal. So. Alter, ey. So. Boah. Sag mal. Fall, dass das Spiel am Lenken. So, jetzt kommt doch, geht doch endlich klein, Mann. Mann, die haben schon so viel Verbrennung. Kommt da immer wieder neue oder was? Hä? Oh, ey. Oh, Mann. So, jetzt reicht's mir aber mit euch. Ich muss hier weg. Hä? Hey? Was ist denn hier los? Alter, ich... Hä? Also ich muss echt mal gucken, was ich hier jetzt mache. Weil ich muss dieses Polizeirevier erobern. Und wenn ich das nicht schaffe, weil das hier so leckt, wäre das echt kacke. Schon.
Spielung. Oh. Mann! Leute! Alter, sind das viele. Da steht auch noch einer draußen vom Fenster. So. Auch der ist besiegt. Und wie ihr seht, einigermaßen besser läuft das Spiel. Und ihr habt ihr gesehen, was da hinten noch war? Ich muss erstmal hier. Oh. So, ist hier noch irgendwo einer? Oh. Oh, Leute. Ey. Echt mal. Ich weiß nicht, was das Spiel hier gerade hat oder wie viele Zombies hier sind. Das muss ja enorm sein. Was haben wir denn hier? Ein Report. Den sollte ich mal mitnehmen. Vielleicht erfahre ich dadurch noch, was hier so passiert ist. Huch, da ist ja einer. Ah. So, ein einzelner Zombie macht mir jetzt keine Angst. So, ich bleibe jetzt erstmal hier drin. Schnell was essen. Puh. Aber ihr merkt schon, was hier drin los ist. Die Frage ist jetzt... So, ich habe jetzt erstmal den Report. Ah, ich gehe hier... Ich mache mir hier mal die Scheibe kaputt. Ich fliehe runter ins Wasser. Oh, so. Und wo bin ich jetzt eigentlich? Dann versuche ich hier jetzt erstmal wegzukommen. Ey, so. Da muss ich, glaube ich, hin. Da geht's zurück zum Parkhaus. Ja, das ist das Parkhaus. Puh. Aber ich hoffe, ihr habt jetzt mal gesehen, was ich gemeint habe von wegen, wenn wir da lebend wieder rauskommen, dann bin ich ein echter Held. Ich habe jetzt leider nicht geschafft, alles da durchzuplündern, aber ich habe schon mal einiges an Zombies da weggeratzt gekriegt. Und... Ja, ich weiß noch nicht genau, wie wir da vorgehen sollen. Ihr habt ja gesehen, sobald die Zombies auch zu sehen sind, wie schwer es tatsächlich ist, da gegen die anzukommen. Beziehungsweise, wie es denn leckt. Ich muss mal gucken, was ich vielleicht an den Einstellungen noch optimieren kann. Dass ich das Lecken ein bisschen rauskriege. Dass wir das Polizeirevier irgendwann nochmal in Angriff nehmen können. Aber ich werde mich jetzt erstmal wieder hoch auf meinen Vulkan begeben. Wir sehen uns gleich. So, endlich haben wir es wieder nach oben geschafft. Ich habe zwischendurch nochmal schnell eine Kleinigkeit gefuttert. Jo, dann wollen wir gleich auch nochmal unser Schwienchen füttern. Hallo Schwien, hast du mich schon vermisst? Ja, Cooper, ist alles gut gegangen oder waren die Zombies wieder unsichtbar? Nee, diesmal waren sie nicht unsichtbar und es waren verdammt viele. Boah, ich bin froh, dass ich da hier rausgekommen bin. Das war ganz schön knapp zwischendurch. Aber ich hab's geschafft. Mann, da bin ich ja froh, dass du wieder hier bist. Also, ich hab dir ja gesagt, du solltest echt vorsichtiger sein und nicht immer einfach so irgendwo reinspazieren. Ja, Schwien, ich weiß. Ich muss auch zugeben, es war extrem gefährlich. Aber hier hast du jetzt erstmal eine Karotte. Danke. Nium, 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 nium. Hast du denn vor, demnächst nochmal ins Polizeirevier zu gehen? Ich glaube eher nicht. Denn dieses Polizeirevier ist echt schwierig zu durchkämmen. Es sind einfach zu viele Zombies da.
Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Ich muss da irgendwie mal gucken, dass wir da irgendwas optimiert kriegen. Aber ich denke, erstmal werden wir das Polizeirevier auslassen. Ich kann ja noch mal so gucken, was noch hinten bei der Kirche ist oder was beim Ratshaus ist. Beim nächsten Mal. Aber erstmal keine Gänge mehr ins Polizeirevier. Das ist einfach zu heavy. Das zwingt meinen ganzen Rechner in die Knie, wenn da sich die ganzen Zombies materialisieren und mich angreifen wollen. Aber ich hoffe, euch hat der Part trotzdem gefallen und ihr lasst mir einen lieben Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Außerdem könnt ihr gerne auch meinen Kanal weiterempfehlen, mein Video teilen und natürlich beim nächsten Part morgen wieder dabei sein. Würde ich mich sehr drüber freuen. Also, bis dahin, euer Kuppa der Wolf. Au!